Hier ein kurzes Review-Video zum Zwilling Wasserkocher mit 1,2 Liter Füllmenge. Und den habe ich jetzt seit knapp 1,5 Jahren im Einsatz, seit dem 26. Oktober 2020. Und wie man sieht, der hat eine Edelstahlhülle weitestgehend, beziehungsweise hier der Griff aus Plastik und die obere Umrandung. Aber zumindest, was mir bei diesem Wasserkocher wichtig war, innen drinne, wie man sieht, ist überall Edelstahl. Das heißt, hier heißes Wasser hat eigentlich keinen Kontakt mit Plastik. Und Plastik ist ja sonst immer nicht so gut, wenn das mit heißem Wasser in Kontakt kommt, weil das dann ausblecht und sich die Weichmacher rauslösen. Das heißt, das hier ist so der einzige Wasserkocher, den ich gefunden habe. Der von Xiaomi hatte nämlich noch hier einen Ausguss aus Plastik. Und sonst war der aber auch relativ hochwertig innen drinne. Der war auch komplett aus Edelstahl, bis auf den Ausguss. Aber das hier war der einzige, der den Deckel aus Edelstahl hier, die innere komplette Füllmenge aus Edelstahl und eben auch hier den Ausguss aus Edelstahl. Und das war mir damals wichtig, als ich den gekauft habe. Das heißt, deshalb kann ich den empfehlen. Und man kann hier oben dann quasi den Deckel öffnen über eine Feder. Und hier unten gibt es dann eben den Schaltmechanismus, um den zu erhitzen, beziehungsweise die Erhitzung zu starten. Hier sieht man jetzt auch nochmal das Kaufdatum und hier unten auf dem Boden sieht man auch, es gibt hier extra sogar noch ein Kompartiment, also so eine Halterung, wo man dann das Kabel aufwickeln kann, wenn man nur ein ganz kurzes Kabel braucht. Und das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Es hilft auch, wenn man den hier im Einsatz hier hat. Noch ergänzend, so sieht das jetzt aus, wenn der bei mir hier im Einsatz auf dem Regal steht. Ich mache hier in diesem normalen Wasserkocher immer mein Teewasser quasi warm. Und für Wärmeflaschen oder anderes, also auch zum Putzen, nutze ich hier noch einen zweiten billigen Wasserkocher, der halt eben hier oben auch, wie man sieht, Plastik im Einsatz hat. Und dadurch spart man sich zum einen, dass man den hauptsächlichen hier zum Tee machen nicht so oft entkalken muss. Und zum anderen auch, dass man hier halt nicht jetzt direkten Einsatz oder Kontakt mit Plastik hat, beziehungsweise bei den Wärmeflaschen ja auch immer das heiße Wasser, wenn man das hier in dem Wasserkocher warm macht, indem man auch den Tee warm macht, vielleicht auch nicht so geschickt, weil aus den heißen Gummiflaschen ja sich theoretisch auch irgendwie BPA oder andere Plastikinhaltsstoffe quasi lösen können, wenn die heiß gemacht wurden, beziehungsweise wenn das in die heiße Wärmeflasche gefüllt wird und dann wieder hier in den Wasserkocher rein zum erneuten Erhitzen zum Beispiel. Das heißt, das wären so meine zwei, drei Tipps noch hier, wenn man den Wasserkocher oder einen Wasserkocher generell im Einsatz hat. Und falls ihr euch den kauft, viel Spaß damit. Ciao, ciao.